Irgendeiner kommentiert unter all meine Videos, mach doch bitte mal eine Pilzrahmsoße. Gut, schön, alles klar. Pfifferling-Rahmsoße, auf geht's. Erst einmal spucken wir allen Menschen draußen ins Gesicht und waschen unsere Pilze mit Wasser. Zur Seite stellen oder am besten in den Kühlschrank und einmal kurz austrocknen lassen. 3 Schalotten, 2 Zehen Knoblauch, fein würfeln. Puh, ha, geschnitten. War vermutlich der schlechteste Übergang aller Zeiten, aber ist mir auch egal. Wir machen weiter. Sehr heiß werden lassen. Und jetzt die Pilze ohne Öl einfach in die Pfanne geben. Erst nach 2-3 Minuten packen wir ein bisschen Öl dazu. Salz, Schalotte, Knoblauch. Und wir löschen das Ganze entweder mit ein bisschen Portwein oder Weißwein ab. Ein Esslöffel getrockneter Majoran dazu. Jetzt füllen wir das Ganze auf mit 52 ml Gemüsebrühe und lassen das einmal um die Hälfte reduzieren. Jetzt kommen wir zu einem Schritt, der das Ganze zu einer Rahmsoße macht, indem wir nun 52 ml Sahne oben drauf geben. Langsam einköcheln lassen, so um die Hälfte. Salz, frisch gemahlener Pfeffer, Muskatnuss, Petersilie. Was richtig gut dazu passt, ist selbstgemachte Pasta. Gut vermengen, anrichten und mit ein bisschen Petersilie servieren. Das ist ein geiles Gericht, oder?